Hallo, willkommen bei Klaus Grillt, Feins Grill Barbecue. Heute ist was ganz Leckeres und zwar machen wir heute ein Wurstgulasch aus dem Dutch-Ofen. Und wie man das macht und wie es schmeckt, zeige ich euch gleich. Viel Spaß dabei. Wurstgulasch, das ist so für mich so aus Kinderzeiten so ein richtig Wohlfühlgericht, kann man sagen. Und dazu brauchen wir ein paar Zutaten. Und da habe ich als allererstes mal hier so 200 Gramm so klein gehackten Speck. Dann habe ich ein Glas Lecho. Habe hier, eine gute Prise Zucker. Dann einen halben Liter passierte Tomaten. Einen halben Liter Wasser. Einen großen Schluck Barbecue-Soße. Habe hier eine halbe Zitrone mit so einem Abreiber dran. Hier ganz wichtig, ungefähr 2,5 Kilo Wurst. Und da ist es cool, je verschiedenere Sorten ihr habt, umso besser wird es. Ich habe hier so polnische Krakauer habe ich dabei. Thüringer Grillwürste, normale weiße Grillwürste, Bacon Salsiccia. Also je runder und je mehr Würste drin sind, umso besser schmeckt die nun mal am Ende. Dann habe ich natürlich noch Holzlöffel. Ein Dutch-Ofen, in dem Fall ein 14er Chemchef, also richtig großes Maß, weil wir haben eine kleine Feier gleich und da ist es schön, wenn wir auch alle satt werden. Und natürlich, wie immer, wenn wir grillen, ein scharfes Messer und ein Brett. So, Würste sind im Prinzip so okay, nur die polnischen, die sind ein bisschen zu groß und die halbieren wir immer in der Mitte und werden die dann gleich grillen. Angrillen und auf dem Dutch-Ofen werden wir das auf der Feuerplatte machen, weil ich das Gerät sehr gerne mag und befeuere gerade hier so mit Weißbuche von Dünnemann. Lustig, kleine Stückchen, passt super darin. Und während die Platte immer ganz kurz ölen, machst du einen großen Spritzer Öl ringsrum. Und zieht immer mit dem Spachtel glatt. Und zwar bis so ein gleichmäßiger Film überall auf der Platte entsteht. Und dann legen wir unsere Würste auf. Ich lege die so auf ungefähr der mittleren Höhe ringsrum. Natürlich auch die Salsichas dazu und die Thüringer Würste und die normalen Bratwürste. Also einfach alle rauf auf die Platte. Guck mal, in der Mitte habe ich jetzt den Ring drin, dass wenn so eine Wurst mal abhaut, zack, dass sie hier gegenrutscht und nicht unwiederbringlich in dem Feuer verloren geht. Du siehst ja, die geht relativ schnell los mit dem Angrillen und ja, Grillzeit jetzt ungefähr für die Würste dauert so 6 bis 10 Minuten, je nachdem wie viel Schub wir jetzt in der Platte haben. Ist relativ unspektakulär, sieht aber von oben irgendwie schön aus. Dann drehen wir mal die Würstchen um. Ja, die wird langsam. Ich muss sagen, Feuerplatte ist eine Nummer, die echt immer wieder Spaß macht. Und ich habe so den Verdacht, dass das im Video ja nicht so rüberkommt, wie cool die Dinger sind. Weil ich habe mir auch schon Feuerplattenvideos angeguckt und irgendwie sieht es immer nach Braten aus, weil richtig Feeling kommt, wenn man davor steht. Also wenn das jetzt im Video nicht rüberkommt, dann braucht ihr einfach mehr Fantasie, um das mal so zu sagen. Und ja, wir grillen jetzt einfach mal hier die Wurst weiter. Ich mache es immer so, dass ich noch immer so drehe, weil natürlich in der Mitte ein bisschen heißer ist als hier außen. Und dann haben wir die Würste alle gleichmäßig. Und dann sieht man auch schon, warum man die Würste natürlich gerade die großen, warum man die halbiert hat. Also mal ein bisschen machen Sinn. So. Das sieht sehr gut aus und jetzt nehmen wir den Abstandshalter raus und setzen unseren Dutch-Ofen jetzt hier mittig über das Feuerloch. Der Dutch-Ofen hier wird relativ schnell warm. Wir nehmen jetzt unseren Bacon drauf und braten ihn immer ganz kurz an. Der Schinken brennt an und jetzt nehmen wir unsere Würste runter und schneiden die schön in kleine Scheiben und geben die nach und nach dazu. Ah, da ist der Wurstonkel wieder in Aktion. Also ich gebe dir zu, wenn ich die Wahl habe zwischen Steak und Wurst, nehme ich immer die Wurst. Liebt das einfach. Geil. Und komm rein da. So, so sieht es schon mal ordentlich aus. Und jetzt kommt der erste Zutaten dazu. Und zwar allererst das Lecho. Das ist so ein, ja, man sieht es schon, Paprika in so einem Paprika-Tomaten-Sud. Etwas säuerlich, ist hauptsächlich im Osten der Republik beheimatet. Kommt, ich würde sagen, aus Ungarn, oder? Frau, was sagst du? Ja. Ich würde sagen, ist ein typisch ungarisches Produkt. Lass mal als gefährliches Halbwissen mal so stehen. Und füllen mit unserer Tomate auf. Ein großer Schwung Barbecue-Soße. Ich mal so 150 Milliliter, so in der Größenordnung. Und schon mal den ersten Schluck Wasser. Und dann rühren wir den erstmal glatt. Naja, beim halben Liter haben wir ja nicht so schlecht gelegen. Der Rest kommt da gleich noch oben drauf. Ja, so gefällt mir das. Und natürlich noch ein bisschen Zucker. Und noch den verrühren. Schmeißen wir den Deckel drauf.
und lassen jetzt einfach noch eine halbe Stunde auf dem Feuer. Dass es halt noch so ein bisschen so einkocht und so die Wurst ein bisschen von den Geschmack von dem Lecce und den Tomaten annimmt. Und Lecce und Tomaten natürlich den Geschmack von der Wurst annehmen. Und dann sollte es am Ende relativ gut schmecken. Nehmen wir mal den Deckel runter. Und tata, da ist unser Wurstgulasch. Da mache ich jetzt richtig Bock drauf und nehme mal gleich mal eine Portion auf den Teller. Schön mit Soße dazu. Mega. Also du kannst jetzt mit Nudeln essen oder mit Brötchen. Das kannst du machen, wie du möchtest. Persönlich bin ich von der Party großer Fan davon, Brötchen dazu zu reichen. Die habe ich jetzt nicht hier, aber das denken wir uns einfach. Ich mache auf dem Teller immer noch ein bisschen Zitronenabrieb rüber. Der liebt ja Sachen, also extra frische. Und dann würde ich sagen, so, hier, schön Soße, Wurst, rinnen in die hohle Birne. Mmh. Mega. Das muss genauso schmecken. Also, das ist auch für alle, die so wie ich jetzt nicht die ganz großen Paprika-Fans sind. Also man schreckt natürlich ein bisschen, da kommt so ein Lichter Paprika drin. Aber der schmeckt nicht so brutal durch. Nicht so, also zum Beispiel grünen Paprika kannst du nämlich mit jagen. Das ist völlig rund, völlig schmatzig im Mund. So muss es sein. Geschmacklich erinnert jetzt so ein bisschen an Soyanka. Klar, war mit Lecho ist auch ein ganz viel Soyanka-Gericht mit dabei und Wurst auch. Und von daher mega. Also wenn du Soyanka magst, oder du magst generell Würstchen und so Soßen, bist du mit der Nummer auf alle Fälle ganz glücklich. Und wenn du jetzt wirklich und ausschließlich nur auf so ja, lange geschmorte Gulasche stehst, dann wirst du damit natürlich nicht glücklich, weil das natürlich eine völlig andere Nummer ist. Aber oh, ich finde es total super lecker und kann euch das nur zum Nachmachen empfehlen. Und wenn ihr keine Feuerplatte habt, dann grillt ihr die Würstchen einfach auf einem normalen Grill an und stellt einen Topf auf den Seitenbrenner. Also zum Beispiel beim Gasgrill jetzt, dann sollte das möglich sein. Und wenn ihr nur eine Küche habt, dann seid ihr wahrscheinlich auch schlau genug nachzuvollziehen, wie das auch in der Küche funktioniert. Von daher, wir würden uns freuen über den ein oder anderen wohlwollenden Kommentar. Vielleicht einen Daumen nach oben oder sogar ein Abo. Von daher bis zum nächsten Mal. Klaus grillt, feines Grillen, Barbecue. Macht's gut. Ich bin jetzt glücklich. Ob das nicht aber da, wenn die Gäste kommen, wa? Hm.